So, und heute gibt es noch mal ein Video. Ein Video, worüber ich einfach mal erzähle, wie ich das mit meiner Gesundheit mache. So, ich kriege ja immer mal wieder zu hören, dass einige mitunter ständig mit Migräne zu kämpfen haben oder ähnliches. Es ist immer eine Sache, wie gehe ich damit um? Das ist so der erste Punkt, was ich jetzt hier auch noch mal sage. So, in der Regel mache ich das nämlich so, sobald ich auch nur die minimalste Anzeichen von Migräne habe. Deswegen habe ich mittlerweile auch sehr, sehr selten Migräne. Aber wenn ich sie kriege, dann kommt die dicke Bombe. Und wenn ich da zu lange warte, das ist bei Migräne sehr, sehr oft so, wenn man da zu lange wartet, dann wird es nämlich zu Migräne. Der Trick dabei ist, nicht zu lange zu warten bei Migräne, weil ihr müsst bedenken, bei Migräne ist es so, desto länger ihr wartet, desto mehr kommen die Erscheinungsbilder von der Migräne hervor. Das heißt, sobald ihr was in der Richtung merkt, so mache ich das nämlich, schmeißt ihr eine Novaminsulfon ein. So, der Trick dabei einfach ist, ehe das komplett ausbrechen kann, beugt ihr gegen vor und dann kommt es nicht durch. Nicht so lange warten. Und was ich dabei noch sagen muss, wenn man natürlich auch mehr Sport macht und auch mehr für die gesundheitliche Vitalität natürlich auch tut, hat man natürlich noch weniger Wehwehchen. Sei es mit dem Rücken oder sowas, mit den Knochen. Man tut auch sehr, sehr viel für die Seele, auch dazu gesagt, wenn man sich auch wirklich bewegt. So, ich mache das dreimal die Woche. Morgen ist Freitag, morgen gehe ich wieder ins Gym und das dreimal die Woche. Dadurch ist die gesundheitliche Stabilität erstmal gegeben. Man wird nicht so doll, so schnell und leicht krank. Man wird nicht fett wie ein Rindvieh, um das mal allgemein zu sagen. Man hat weniger Kopfschmerzen. Man hat wirklich deutlich weniger Wehwehchen. Man lebt gesünder. Man ist einfach fitter drauf. So, das ist letztlich mein kleines Geheimnis dazu. Ne? Wenn ihr was an Kopfschmerzen merkt, schmeißt euch eine Pille ein und dann kommt das gar nicht erst durch und man hat dadurch wirklich wesentlich weniger Kopfschmerzen. Ich weiß ja noch früher, wo habe ich selber sehr, sehr oft Kopfschmerzen gehabt. Das muss ich einfach sagen, sehr, sehr häufig auch. Und dadurch, dass ich wirklich deutlich dünner bin, nicht so viel auf die Waage bringe, werde ich natürlich nicht mehr so oft krank. Ja, wenn ich jetzt zurück überlege, wann habe ich die letzte Erkältung gehabt? Kann man jetzt auch schon bald sagen, fast 2 Jahre ist es her, habe ich die letzte Erkältung gehabt. Ja, und die war wirklich derbe. Ich weiß, wenn ich die nächste irgendwann wieder kriege, wird das eine richtige Bombe werden. Dann bin ich wieder gefühlt am Sterben. Ja. Aber ne, ganz, das ist wieder so der Vorteil. Man wird weniger krank. So, selbst wenn die Tage kälter werden, man neigt einfach weniger, deutlich weniger zu Erkältungen und anderen Sachen. Also es lohnt sich, an sich zu arbeiten und was für die eigene Fitness zu tun, für sich selber zu tun. Ne, der Körper dankt einem nicht nur, die Seele dankt einem. Man kriegt so viel zurück, das ist einem gar nicht bewusst, was man einem selber auch für sich selber so viel Gutes tun kann, wenn man es wirklich will. Nur mal als kleine Anmerkung da für euch da draußen noch, was man da für sich tun kann, warum ich das auch mache. Ich mache das einfach, damit es mir auf Langfrist besser geht. Gehört auch zur gesundheitlichen Stabilisierung in meinen Augen, Saturn. Weil, wenn man auch Sport macht, man tut ja die Seele damit auch und auch die geistige Stärke auch nochmal besser stabilisieren, deutlich besser, als wenn man jetzt irgendwie mit dem Hintern hier auf dem Gamingstuhl sitzt und 24/7 gefühlt nur am Zocken ist und nichts anderes macht. Erstmal ist das sehr, sehr eintönig. Und das Zweite, man kommt nicht raus und man tut für sich einfach nichts. Man ändert nichts daran und man tut dem Körper auch nichts Gutes. Ne? Also kann ich immer nur wieder jedem empfehlen, auch gewisse Dinge anders zu machen. Und gerade bei Migränepatienten ist es halt so, bei mir ist es zumindest halt so, seitdem ich wirklich immer gucke, wenn ich was in der Art Migräne merke, ich nehme sofort was ein, seitdem muss ich gar nicht mehr so viel Novaminsulfon nehmen, muss ich ehrlich sagen. Also das ist meine Erfahrung. Seitdem muss ich wirklich deutlich weniger Schmerzpillen dagegen nehmen,
Es ist über die Jahre deutlich zurückgegangen und nochmal mehr zurückgegangen, wie ich körperlich abgenommen habe. Auch die Erkältung kriege ich nicht mehr zweimal im Jahr, wenn überhaupt alle 2, 3 Jahre gefühlt. Es ist wirklich deutlich zurückgegangen und meine gesundheitliche Verfassung, jetzt nur körperlich gesagt, ist wirklich deutlich stabiler und viel, viel besser geworden. Ja? Also es kommt wirklich darauf an, wie man lebt, was man konsumiert, was man isst. Und wie gesund man lebt und was man dem Körper gibt. Nur mal dazu gesagt. So mache ich es. Letztlich kann ich es nur jedem weiterempfehlen. Was aber jetzt letztlich jeder daraus macht, ist jedem seine Sache.